Freiheit und Gleichheit in der Gesellschaft ein Widerspruch. Eigentlich, wenn man ruhig und möglichst unideologisch über diese Frage nachdenkt und denkt an das eigene Leben in der Familie, wo man doch herkommt, in welcher Form der Familie auch immer. Aber jeder von uns ist ja nicht vom Apfelbaum gefallen, sondern wurde von Menschen ja aufgenommen in irgendeiner Form der Familie und nicht einfach nur einer Gesellschaft. Wenn man also ruhig darüber nachdenkt, dann würden wir wohl sagen, bei Licht betrachtet würden wir sagen, es sind zwei nicht vergleichbare Begriffe. Gleichheit ist etwas, ja, wollen wir die gleichen Weihnachtsgeschenke als Geschwister haben? Wir wollen einigermaßen gerecht behandelt werden. Jedes Kind ist anders. Ich habe da so Beispiele aus der eigenen, was jetzt zu weit führt und zu lange führt, aus der eigenen Erfahrung vor Augen, wo man sieht, doch, jetzt ist eines gerade schwer dran im Leben, in der Familie, der braucht jetzt oder die braucht jetzt mehr an Zuwendung. Ist das gerecht? Ja. Ist das gleich? Gleich. Jeder von uns ist ja anders. Deswegen ist, glaube ich, der entscheidendere Begriff und der viel wichtige Begriff die Freiheit. Die Freiheit, dass wir einen Lebensraum haben, in dem wir uns entfalten können, zum Guten, zum Besten. Und dann die Frage, natürlich in einer Gesellschaft, in einem Staat, wie können wir wegkommen? Und das war ja auch die alte Frage von Rousseau, woher kommt der Grund der Ungleichheit unter den Menschen, die berühmte Frage von Rousseau. Wie kommt es jetzt zu solchen eklatanten Ungerechtigkeiten, dass der Süden Dortmunds bessere Entwicklungschancen offenkundigerweise bis heute bietet als der Norden Dortmunds? Vielleicht auch nicht, aber jedenfalls könnte es sein. Und so, dass wir also versuchen, in einem Staat möglichst Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit sogar wesentlich durch Bildung zu erreichen. Und das ist dann ein wichtiger Begriff für das konkrete staatliche Handeln. Also Ausgleich von offenkundig ungerechten Startbedingungen. Und das im Leben weiterverfolgen, also Schwächen ausgleichen zu können. Selbstverschuldete Schwächen, aber auch unverschuldete Schwächen. Also Gleichheit ja, aber Freiheit ist wichtiger.